So, wir sind Janka und Thomas und wir haben die letzten 14 Tage in Filamento verbringen dürfen. Ja? Und es war wirklich eine wunderschöne Zeit, schon mal vorweg. Ja? Auf alle Fälle. Die Anreise war auch sehr unkompliziert mit dem Wasserflieger. Es war wieder ein Erlebnis. Wir waren schon mal auf den Malediven, aber das ist immer ein Traum, mit dem Wasserflieger zu fliegen und die kleinen Inseln zu sehen von oben. Auf alle Fälle, genau. Im Flughafen war ja alles wie immer. Und sag mal, es war unkompliziert, das eine oder andere Formular mehr, aber ansonsten war es wirklich eigentlich wie jeher. Ja? Und dann noch die Ankunft natürlich, was toll ist, wenn man die Insel dann endlich sieht, nach der langen Anreise. Gell? Genau, und auch die Trommler, stimmen einen gleich ein auf den Urlaub. Ja, und die Palmen und die Insel, also das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Das Wetter war auch wunderschön, gleich von Anfang an, trotz Regenzeit. Genau, da hat man Glück. Ja? Genau. Definitiv, ja. Und das Zimmer, wir haben ja einen Jacuzzi-Beach-Bungalow. Das ist auch wirklich ein Traum mit so einem halboffenen Bad, wie es typisch ist für die Malediven. Genau, wir wollten nochmal den Erwachsenenbereich nutzen ohne Kinder und haben da, sage ich mal, deswegen auch diese Kategorie gebucht. Ja. Und das ist ja verhältnismäßig ein riesen Bungalow mit ganz tolle Palmen und Pflanzen davor und einem riesengroßen Strand. Also das war wirklich echt genau die richtige Wahl, die wir da getroffen haben. Definitiv. Ja. Auch das Essen war sehr gut. Und unser Kellner war sehr freundlich und aufmerksam, was uns unsere Wünsche von Getränke angeht und solche Themen. Also wirklich von rundum wohlfühlen. Fast schon zu gut eigentlich, die 14 Tage. Also wir bringen auf alle Fälle ein paar Kilo mehr nach Hause. Auf die Waage. Nicht im Koffer, sondern am Leib. Also es war wirklich ganz toll. Ja. Unser Beach-Dinner, was wir hatten, war ein Highlight für uns. Absolut, klar, mit dem Strand-Dinner haben wir genossen. Genau. Haben dort uns den Sonnenuntergang gemeinsam angeschaut und haben dann anschließend ein ganz leckeres Essen mit landestypischen Sachen. Viel Fisch, gell, haben wir gegessen im Urlaub. Aber war wirklich ein Traum und ein wundervolles Erlebnis. Definitiv. Ja. Eigentlich tagtäglich haben wir den ein oder anderen Tauchgang mal gemacht. Genau, gell? Und auch viel geschnorchelt am Hausriff, was auch ein Traum ist, mit Adlerrochen, Schildkröten, kleinen Haien. Vielen Muränen. Genau, die ungefährlich sind die Haie. Auf der Südseite werden auch die Korallen immer besser, auf Filamento muss man sagen. Also die werden immer schöner wieder und wachsen nach. Also das ist auch wirklich toll zum Sehen, weil sich die Landschaft so ein Stück weit erholt. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Und wir hatten das Glück, zweimal den Walhai anzutreffen. Einmal beim Tauchen und einmal beim Schnorcheln mit der Ocean Discovery. Genau. Was auch wirklich ein wunderschöner Ausflug war. Genau. Wird man gleich wieder machen. Ja, also das muss man echt sagen, ich bin einmal im Südadria toll und man sieht halt die ganzen Großfische, also wirklich angefangen vom Walhai über Manta-Rochen, über Adlerrochen, also dort haben wir wirklich alles erlebt, bis hin zu auf der Heimreise dann hunderte von Delfinen. Delfine, also das war ein ganz tolles Erlebnis, die kommen komischerweise immer zum Sonnenuntergang dann, fast schon kitschig, aber es ist wirklich so, das ist ein ganz tolles Erlebnis, definitiv. Sicherheit und Covid angeht, ist, glaube ich, es gibt keinen sicheren Ort auf der Welt als wie dort auf so einer Insel. So sehen wir es mir, ja. Also für uns war es wirklich, auf so einer Insel Abstand zu halten, ist wirklich kein Problem. Ja. Und auch von den Angestellten wurde alles immer eingehalten, was die Maske angeht und was das Desinfizieren angeht. Also wir haben uns wirklich rundum sicher und wohl gefühlt, was Corona angeht. Eigentlich sicherer wie in Deutschland, kann man fast sagen. Ja? Das ist so, definitiv. Ja. Auf jeden Fall wird man wieder kommen. Auf alle Fälle. Kann man zu 100% weiterempfehlen.